Hier kommt der Sternstundenimpuls für den Februar 2023. Und wie jeden Monat werden wir jetzt ganz erstaunt sein, dass die Zeit so schnell läuft und dass alles so vorbeirattert und umso besser ist, wenn wir aufmerksam und achtsam mit der eigenen Zeit umgehen. Du hörst Herzkanal Spirit, deine Reise vom Kopf zum Herzen. Ich bin Alexandra Ballhorn und hier geht es um transformierende, bodenständige Spiritualität für dich, dein Leben, deine mentale Gesundheit, deine Selbstermächtigung und dein Business. Lass uns gemeinsam strahlen und jetzt geht's los. Ja, herzlich willkommen und schön, dass du wieder zuhörst im Sternstundenimpuls. Den Januar habe ich pausiert, weil ich aus den Rauhnächten gekommen bin und der Januar ja bei Herzkanal echt turbulent war. Heute kann ich sagen, es steht kein Stein mehr auf dem anderen. Es war anstrengend, es war ein intensiver Januar und bei uns ist er in der Tat so verflogen und alles ist anders als noch im Dezember. Und wenn du mich im Dezember gefragt hättest, hey Alexandra, was willst du denn verändern und wie willst du denn in 2023 gehen, dann hätte ich dir gesagt, oh, ich will gar nicht so viel verändern, alles läuft gut, wir regeln jetzt noch so ein paar Sachen und dann sind wir in 2023 gut dabei. Aber es kam total anders. Ich bin gespannt, wie es bei dir war. Also Spannung war bei uns auf jeden Fall im Januar dabei. Es gab ein paar schöne Sachen, ein paar unschöne Sachen. Und aus den unschönen Dingen lernt man ja. Und die haben wir uns genauer betrachtet. Und daraus ist dann ganz schön viel Neues auch entstanden. Und wie war es bei dir? Ja, jetzt geht's in den Februar hinein und der Februar fängt vielleicht auch an mit einer Aufbruchstimmung. Ja, schau einfach auf dein Leben. Was hat sich bisher getan? Was hat sich verändert? Und wie bist du vorangekommen? Es kann sein, wenn ich über Aufbruchstimmung rede, dass du jetzt an vielen Stellen Enge fühlst. So war es auch bei uns. Also eine Enge, dass plötzlich Sachen, die vorher noch okay waren, viel, viel zu eng wurden. Oder sie wurden schwer und das war so eine schleppende Last. Und weißt du, schleppende Last, das soll auch gar nicht negativ oder komisch klingen, aber manchmal hat man einfach Themen, die passen nicht so ganz zusammen und dann darf man schauen, wie kommt jeder einzelne Aspekt für sich auch weiter. Und hinter dieser ganzen Aufbruchstimmung ist es auch so, dass du ja merkst, so wie ich am Anfang schon von dem Sternstundenimpuls gesagt habe, die Zeit ist knapp. Du merkst, das Leben kann kurz sein. Das Leben kann unglaublich schnell vorbei sein. Und plötzlich ist die Zeit auch knapp. Und du merkst, hey, du willst das, was du aus tiefstem Herzen tun willst, machen. Und zwar jetzt. Es kann also der tiefe, tiefe Wunsch in dir aufkommen, dass alte Fesseln gesprengt werden wollen und das kann so intensiv sein und ich weiß, wovon ich rede. Bei uns war es wirklich im Januar auch so, dass die Fesseln gesprengt werden dürfen. Wenn du aber jetzt denkst, du willst Vernunft walten lassen, dann kannst du diese Umsturzenergie der Zeit auch nutzen und altes, eingefahrene, also was dich längst schon nicht mehr so befriedigt hat, verlassen.
Es dürfte dir im Februar ein bisschen leichter fallen, dein Leben zu verändern. Und wichtig ist, dass du auf deine Kräfte achtest. Also haushalte mit deinen Kräften und mach nicht solche unvernünftigen Schnellschüsse. Es gibt viele Menschen, die spüren Unruhe im Februar. Das hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, weil sich so viel verändern will. Und manchmal kommt das System gar nicht so schnell mit. Und dann kann halt diese innere Unruhe entstehen. Und die Zeit ist einfach so, nutze die Zeit, dass du dir über vieles Gedanken machst und auch so neue Einsichten hast. Denn vielleicht erkennst du, dass du schon viel größer geworden bist, als du dir zustehst. Und viel größer geworden heißt ganz einfach, dass du gewachsen bist in deinem Inneren und dass es dir einfach an manchen Dingen. Das waren die ersten Minuten für dich zum Anhören. Du findest die gesamte Länge bei uns in der About Me Spiritual School. Die About Me Spiritual School ist dein umfangreicher Werkzeugkasten, um zu deiner wahren Größe zu gelangen, dich zu verbinden mit dir selbst und dass du in deiner Selbstliebe ankommen kannst. Es erwarten dich exklusive Inhalte wie die täglichen kosmischen Tipps, ein monatlicher Heilabend, eine wachsende Mediathek mit Impulsen, Meditation und immer neuen und inspirierenden Themen und vieles mehr. Vielleicht spürst du ja, dass da noch etwas Größeres in dir ist, was ans Licht kommen möchte. Werde jetzt ein Teil unserer besonderen Herzkanal-Community und den Link zur About Me Spiritual School findest du in den Shownotes. Wir empfangen dich mit offenem Herzen, wachem Geist und ganz viel Erfahrung. Lass uns gemeinsam strahlen und lass uns gemeinsam deine Heilung angehen, damit du genau das machen kannst, was du wirklich willst. Deine Alexandra.